Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück zu Alchemie Garden. So, wir haben die ganzen Taschen voller Seeds. Hallo? Die Mailbox ist empty. Was wollten wir denn machen? Ich glaube, wir können den Shop nochmal aufmachen. So, wir machen den mal auf. Und pflanzen mal weitestgehend als ein... Ach genau, ich wollte das, glaube ich, irgendwie mal sortieren oder sowas, ne? Jetzt machen wir das erstmal so. Oh. Und pflanzen erstmal alles ein. Was ist das denn hier? Oh. Oh, es sind so viele Seeds von dem. Das ist ja gut. Wir brauchen aber eine neue Hacke. Die müssen wir uns dann wohl gleich mal machen. Ja. So, haben wir? Goat Trunk haben wir. Ach, mir fällt gerade auf, dass wir gar keine Dailies geholt haben. Ach, die sind noch da. Okay. Das können wir machen, das. Dann brauchen wir auch noch nicht nach unten. Dann können wir vielleicht die Hacke selber machen. Schauen hier. Fiber und Stone. Fiber haben wir ja in der Tasche, aber Stein nicht. Ich mach mal das, guck mal, das Seeds dahin. So, und Stein da rein. So, oh, wir brauchen 10. Das hatte ich nicht gesehen. Wir brauchen 10. Das habe ich nicht gesehen. Ja, schön. Okay. Alles klar. Dann hätten wir doch den Laden auflassen können. Uch, also man kann festhalten, dann geht das einfach, man hackt einfach weiter, aber dann kriegt man es nicht so schön nebeneinander. Also von dem her. So, 6, dann habe ich da noch ein paar von 7 Stück noch. 6. Okay, was habe ich auf 8? Ach, hier, Dings, Lilium, ja klar, das pflanzen wir auf jeden Fall. Mensch, wir haben noch so viel Samenzeug jetzt über, dass ich hier einfach noch mehr Felder jetzt mal hinmache. So, ach, das, 10 Stück haben wir, glaube ich, jetzt in der Tasche. Schon wieder kaputt, die Hacke. Und noch die da. Okay, dann haben wir das erstmal weg. Ich weiß gar nicht, ob wir noch welche im Haus haben, in der Kiste. Wir schauen doch gleich mal nach. Jetzt gießen wir erstmal. Da wäre es wirklich schön, demnächst ein anderes Bewässerungssystem zu kriegen. So. Kein Wasser mehr. Jetzt wieder Wasser. So, da fehlt noch Wasser. Und da noch. Oh, ich war der Meinung, hier hinten waren wir schon. Und schon wieder alle. So, ich mache jetzt erstmal hier die Reihe bis zum, also am Haus fertig.
Machen wir jetzt mal Reihe für Reihe. Okay. Und schon wieder alle. So, und weiter geht's. Da ist alles gut, so wie es aussieht. Hier brauchen wir Wasser. Also das Gießen, das dauert schon eine ganze Weile, ne? Bis man da durch ist. Das ist schon langwierig, wenn man so viele Pflanzen hier angepflanzt hat. Okay, so, ich glaube, ich habe alle gegossen. So, ich wollte gucken, ob wir noch irgendwie Seeds oder so haben. Nein, haben wir nicht. Ich würde hier gerne das mitnehmen. Ach, ich hätte noch eine Hacke gehabt. Na, dann packe ich die doch mal hierher. Und dann könnten wir eigentlich noch ein paar Tränke machen. Holz. Ja. Wir müssen die da machen. Ach, guck mal, jetzt haben wir jetzt auch. Glaube ich, zweimal brauchen wir, ne? Für die Quest. Und nochmal machen wir das Ganze. Jetzt mal kurz hier reingucken. Ja, aber da haben wir jetzt auch nichts Neues drin in dem Schrank. Holz da. Ich brauche einfach mal ein paar, denn ich würde mir wirklich gerne das eine im Haus kaufen und fände das ganz gut. Jellyfish, das haben wir noch nicht. Da habe ich auch im Forum gelesen, also auf Steam gelesen, dass viele diesen Jellyfish, also wenn dann mal eine Pflanze gefunden haben und nicht mehr. Also da wird wahrscheinlich, werden wir das nicht so schnell fertig bekommen. So. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Ein oder zwei. Und dann gehen wir erstmal los. Oder machen erstmal den Shop auf. Die war leer, ne? Ja. So, dann machen wir doch erstmal auf hier. Ich pack mal gleich Trank hier rein. Den können wir ja nun hier, ne? Über leere Flaschen 5 Stück. Hier bekommen wir Holz. Was fehlt uns denn? Lilium wahrscheinlich, ne? Oder? Das ist gar kein Lilium. Doch, das war es doch. Lilium hier, was wir eigentlich brauchen. Das haben wir ja nun nicht. Bird's Nest haben wir genug. Lilium nicht. Okay. Ja, ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir gehen dann einfach auch nochmal gucken, dass wir neue Aufgaben bekommen. Ja, danke und tschüss. Und hier tun wir noch ein bisschen pflücken nebenher, während wir auf Kunden warten. Hier noch irgendwas? Nee. Aber hier können wir einmal Kohle mitnehmen. Okay. Ist da wer? Kommt da wer? Nö. Doch, da kommt jemand. Okay. Mal die Wasserflaschen voll machen. Dann haben wir die nämlich auch aus dem Inventar raus. Und dann gucken wir gleich mal, wie viel Geld wir haben.
Was möchtest du? Aha, Kardinal. Ja, natürlich haben wir das. Jo, tschüss. 7 Gold nur? Das ist ja nix. Wie viel haben wir denn jetzt? 3.700. Ja, das ist ja schon mal recht ansehnlich. Ja. Oh, guten Tag. Oh, das hatte ich ausgelegt. Ja, das ist doch gut. Auch mal gucken, dass wir da noch was rein tun. 2 Gold. Nee, also das lohnt sich ja mal so gar nicht. Und das hier? 55. Und das da? 50. Nee. 7. Okay. Habe ich denn noch irgendwas zum Anpflanzen? Nein. Ich laufe auch mal schnell ins Dorf runter. Die Leute laufen auch gerade alle weg. 8.500. Ach genau, und das im Sumpf war 4.000, ne? 4.500. So, das kann ich alles überhaupt noch nicht machen. Das, ja, den könnte ich, aber die Dings finden wir ja nicht. Hier die Rafflesi ja nicht und die Spiderlily auch überhaupt nicht. Also, das ist alles sehr, ja, selten. Mal gucken, was wir hier, ob wir da irgendwas an Seeds bekommen, aber auch nichts. Also tatsächlich auch nur Standard, ne? So, dann flitze ich jetzt mal eben nach oben zu unserem Shop. Und würde dann. Hallo, guten Tag. Huch. War mir ein Vergnügen. War mir ein großes Vergnügen. Kommen Sie bald wieder. Okay, ich habe keine Wasserflaschen bei. Ich habe gedacht, ich hätte noch welche bei. Komme ich jetzt wieder raus? Hilfe. Eine Rose. Hallo, hier, da, Rose, guckst du? Hallo. Man muss den Leuten auch ein bisschen Zeit lassen. Na gut. Okay. Ja, wir gucken nochmal nach unseren Pflanzen. Oh, guck mal, wie schnell die gewachsen sind. Aber die sind ja auch schon eine Weile da drinne. Aber es ging doch recht zügig. Und alle gleichzeitig. Also wachsen die anscheinend alle gleich, wenn man sie gleichzeitig einpflanzt. Okay. Ja, ich komme, ich komme. Gut. Und das noch einsammeln. Und dann müssten wir jetzt die Samen ja noch einsammeln können. Ja. Was wollte er? Nein, ich will doch daran. Nein. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu treffen, finde ich, weil wenn man dafür so hochgucken muss. Aber ich glaube, wenn man sich daran gewöhnt, ist das völlig in Ordnung. So, jetzt aber hier. Zack. Habe ich noch eine Hacke dabei? Nein, müsste ich mir eine machen. Oh, die Sachen wachsen jetzt auch. Das ist wirklich toll. Okay. So, eine Hacke da. So, ich habe gleich mal 2 gemacht. Da kommt schon wieder jemand. Oh, das habe ich nicht. Nee, tut mir leid, habe ich nicht. Könnte ich machen, aber bis dahin ist der wieder weg.
ich irgendwas an? Nee. Rose. Lilium. So. Oh, ich bin zu langsam. Das kommt aber auch, wenn man sich hier auch auf seine Sachen konzentrieren muss, ne? Ich muss ja auch Blumen anpflanzen und Blumen sammeln und Tränke herstellen. Ah ja, das habe ich. Hier. Wie viel Geld habe ich jetzt? Ah, also wir kommen unserer Sumpfhütte immer näher. Mal gucken, ob wir das schaffen bis zum Ende des Parts. Das fände ich ja wirklich toll. Es ist so... Ja, ich würde das gerne mal ausprobieren, wie das mit dem Haus kaufen funktioniert. Ob wir dann tatsächlich alle Häuser haben oder eben nicht. So, dann mache ich jetzt noch mal das da. Lilium haben wir, glaube ich, nur eine gehabt. Also, ja. Ich glaube, wir müssen dann auch neue Dings holen. Quests. Keiner da. Schlafen könnte man auch mal wieder. Energie ist ziemlich runter. Boah. So, das noch und dann mache ich den Laden gleich erstmal zu, aber die Tulpe, die verkaufen wir natürlich noch. So. Okay. Und dann legen wir uns erstmal hin. Und dann gehen wir ins Dorf, würde ich sagen. Wo wir machen erstmal unseren Shop auf. Vielleicht kriegen wir das Geld noch zusammen. Ich meine, wir sind wirklich nur noch ein bisschen davon entfernt. Nicht mehr viel. Muss ich hier was nachgießen? Muss man überhaupt zweimal gießen, wenn man die... Oder reicht das einmal? Das ist eine gute Frage, ne? So. Dann bieten wir hier mal ein bisschen an. Einfach auch, damit das Inventar leer wird. Und hier die Tränke sind dann doch einiges wert. Oh, so ein Stein ist ja nichts wert. So, die lasse ich mal da drinnen. Genau, das ist da. Bitteschön. Ja. Und gleich das nächste mit rein. Dann schauen wir mal. Ja, zwei, drei Stück verkaufen wir jetzt. Es dauert ja eine Weile, bis die dann wiederkommen. Oh Gott, wir haben aber auch viel Zeug. Hier Spider-Lily-Dinger. Go-Trunker. Ich glaube, wir flitzen mal schnell und kann ich einfach so... Ja, das ist gut. Abkürzungen. So. Und wir schauen mal, was wir machen können. Lilium ist immer schwierig, aber wir haben ganz viel Lilium angepflanzt. Ja, das ist okay für mich. Nein. Ah, ja, das auf jeden Fall. Und das nehmen wir mit. Okay. Dann kann ich vielleicht schon was abschließen. Nein. Gut, dann jetzt wieder ab nach oben. Und nochmal schauen. Nein, da wollte ich nicht. Ja, Tulpe, natürlich, klar. Habe ich hier, bitteschön. Ich habe auch das da und ich habe auch das da.
So, dann machen wir jetzt die hier zweimal. Dann können wir nämlich die Aufgabe schon abschließen. Und ja, nochmal. Wow, nee, habe ich nicht. Tut mir leid. Ist nicht da. Kann ich nicht mit dienen. Das da habe ich. Das hier da. Und das da. Ne, dann nicht. So. Task completed. Und da fehlt uns wieder Lilium. Aber Lilium sollten wir, wie gesagt, recht zügig bekommen, sobald hier unsere Blumen fertig sind, die wir auch alle nicht gießen müssen. Okay. Neue Dings haben wir auch nicht. So, wir machen jetzt zu. Wir haben 5000. Der Part ist schon ein bisschen überzogen. Ich würde das aber jetzt mal eben in Kauf nehmen und trotzdem loslaufen in den Sumpf und mir da das Haus kaufen. Was steht da denn? Rosen. Ach, ist wieder Rosentag. Rosen haben wir schon echt viel. Das ist jetzt nicht so wichtig, Stein auch nicht. Also ich glaube, man muss nicht alles mitschleppen, glaube ich. Die natürlich, klar. Und Lilium und sowas auch, das sollte man schon mitnehmen, weil man das viel braucht. Aber ich glaube, da lohnt es sich nicht immer gleich alles zu holen. Das ist einfach, man hat so viel Zeug im Inventar. Okay. Holz, ja, also Holz würde ich nochmal mitnehmen, weil da haben wir wirklich nicht genug von. Da brauchen wir nun ja auch wirklich viel. Hier liegen noch überall Seeds rum. So. Ich will mal eben schnell hier nach hinten gucken, nicht, dass ich irgendwas an besonderen Blumen übersehe. Aber ich glaube, erstmal nicht. Das ist Kardinal, der ist nicht mal was wert, die Pflanze, also nicht so wirklich. Ja. Die Frage ist ja auch, wo es die überhaupt gibt, ne? Gerade die Spider-Lily und so. Also. The Swamp House has a cost of 4500 Gold. Ja, ich bin sicher. So. Hallo. Hier ist aber schon viel Platz zum Anpflanzen und so. Okay. Habe ich hier denn auch einen Laden oder ist das nur ein Haus? Hier kann ich keinen Laden hinbauen, ne? Das ist auch okay. Ich nehme nur das Haus. Das passt für mich so. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir doch im nächsten Part mal, wie wir so ein kleines Häuschen hier nett eingerichtet bekommen. Okay, dann ja, würde ich sagen. Ich renne noch mal schnell zum Bett. Mir ist gerade eingefallen, Mensch, ich muss ja schlafen, um zu speichern. Nicht, dass ich das wieder vergesse und dann am Ende der ganze Fortschritt weg ist. Das wäre natürlich schon ein bisschen ärgerlich, ne? Aber ich habe ja noch dran gedacht. Und ja. Sind unterwegs. Ich schaue hier noch mal in die Ecken. Oh, Lilium, das nehmen wir noch mit. Nur Fiber? Ernsthaft? Ach, das ist ja doof. So, aber hier gibt's nichts Besonderes. So, guten Tag. Und dann hier.
Mal gucken, ob wir den Shop irgendwie mitnehmen können. Mal schauen. Okay, so, dann speichern wir jetzt und beenden den Part. Und im nächsten geht's dann weiter. Also bis dann. Ciao, ciao.